بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah und dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir fahren fort mit dem Buch منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين von Sheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Und wir kommen zum Ende dieses Kapitels. Und zwar werden wir heute mit der Erlaubnis Allahs die letzten drei Hadithe, die der Autor erwähnt hat in diesem Kapitel, zusammen anschauen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns von seinem Vorzug und seiner Gunst zu gewähren, uns von denen sein zu lassen, die nach dem Wissen handeln und dem Besten der Aussage folgen. Allahumma amin. Der nächste Hadith, der Autor erwähnt hat, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer im Ramadan aus Iman und in Erwartung fastet, dem werden seine vorherigen Sünden verziehen. Und wer in der Nacht von Al-Qadr aus Iman und in Erwartung steht, dem werden seine vorherigen Sünden vergeben. Dieser Hadith ist verzeichnet bei Bukhari und Muslim. Wer im Ramadan aus Iman fastet, bedeutet aus Glauben heraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Monat zur Pflicht gemacht hat, für die Muslime ihn zu fasten. Und es bedeutet aus Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, derjenige, der aus Glauben heraus fastet, ist derjenige, der das aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala tut und an die Pflicht glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten dieses Monats für die Muslime zur Pflicht gemacht hat. In Erwartung. In Erwartung bedeutet, dass derjenige diesen Monat fastet, indem er die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala erwartet und auf sie hofft. Wer also im Ramadan aus Iman aufrichtig für Allah und die Belohnung von Allah erhoffend fastet, so ist die Belohnung von dieser Person, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden, die vorangegangen sind, vergibt. Also nicht die Sünden von einem Jahr oder von 2 Jahren, nein, die vorangegangenen Sünden. Und auch hier sagen viele Gelehrten, dass damit die kleinen Sünden gemeint sind und nicht die großen, weil die großen Sünden der Tauba und der Reue bedingen. Und genauso ist derjenige, der in der Nacht des Qadr steht. Und die Gelehrten haben viele Meinungen, wann Laylat al-Qadr ist. Und wir werden inshallah danach noch darauf zu sprechen kommen. Wichtig ist aber, die Aussage des Hadiths ist, dass derjenige, der diese Nacht erreicht, in ihr steht und betet, und zwar aus Glauben heraus, aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala, während er auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala hofft und sie erwartet, dessen Sünden werden ebenfalls vergeben, und zwar die, die vorangegangen sind. Und dies ist eine gewaltige Belohnung für die, die aus Glauben heraus und auf die Belohnung hoffend fasten im Ramadan und diese Nacht in Anbetung verbringen. Dazu kommt noch, dass von den Vorzügen der Nacht des Qadr erwähnt wurde, dass sie besser ist, als wenn man 1000 Monate in Anbetung verbringen würde.
so wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surat al-Qadr erwähnt hat. Das bedeutet, dass wenn jemand Allah in dieser Nacht anbetet, dann ist es besser für ihn, als wenn er Allah 1000 Monate an einer anderen Zeit anbeten würde. Und dies entspricht etwa 83 Jahre. Und dies ist ebenfalls von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er es uns möglich machte, mit wenig Anbetung so eine gewaltige Belohnung zu erlangen. Mit einer Nacht können wir es schaffen, als ob wir 1000 Monate Allah anbeten. Und der Autor hat nicht mehr Themen und Nutzen über das Stehen im Ramadan erwähnt oder andere Themen bezüglich der Nacht des Qadr. Und wie wir gesagt haben, erwähnen wir aber trotzdem noch etwas, und zwar, wann ist Laylatul Qadr? Die Gelehrten haben, wie gesagt, viele verschiedene Meinungen, wann Laylatul Qadr ist. Und einige haben sogar gesagt, dass es 40 verschiedene Meinungen sind. Wir erwähnen zwei. Die meisten sagen, sie ist in der Nacht des 27. vom Monat Ramadan. Und es gibt viele Aussagen diesbezüglich, auch von den Salaf. Doch die andere Meinung besagt, dass diese Nacht sich bewegt und dass sie nicht fix in einer spezifischen Nacht ist. Der Beweis dafür ist, dass in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam es überliefert wurde, was darauf hindeutet, dass das Laylat al-Qadr in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der 21. Nacht des Ramadans war. Und deshalb sagten Gelehrte wie Sheikh bin Uthaymin, dass die korrekte Meinung ist, dass Laylat al-Qadr sich bewegt und dass man sich deshalb die ganzen letzten 10 Tage anstrengen muss, um diese Nacht zu erreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von denen sein lassen. Danach erwähnte der Autor den Hadith des I'tikaf. Und zwar sagte er, beziehungsweise erwähnte er den Hadith, وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. In diesem Hadith heißt es, dass er, damit ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint, dass er in den letzten 10 Tagen vom Ramadan I'tikaf verrichtete, bis Allah oder so lange, bis Allah ihn abberufen hat. Das bedeutet, so lange, bis er gestorben ist. Sallallahu alaihi wasallam. Und seine Frauen nach ihm verrichteten ebenfalls den I'tikaf. Das bedeutet, seine Frauen, die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, verrichteten nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls den I'tikaf. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim verzeichnet. Aus diesem Hadith haben die Gelehrten die Gesetzmäßigkeit des I'tikaf entnommen. Und die Gelehrten sind sich einig, dass der I'tikaf gesetzmäßig ist und erlaubt ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den I'tikaf sogar im Koran erwähnt. Und zwar als er sagte, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Das heißt sinngemäß, und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch in die Moscheen zurückgezogen habt. Das bedeutet, Al-I'tikaf heißt, dass man sich in die Moschee zurückzieht und dort bleibt. Wegen was? Um Allah anzubeten. So dass er sich von der Dunya trennt und von den Frauen trennt und in der Moschee verweilt. Nicht um zu schlafen, um zu essen, um zu trinken, um zu reden, um zu lachen, um eine schöne Zeit mit den Brüdern zu verbringen. Nein, er verbleibt in der Moschee und er verweilt dort, um zu beten, um den Koran zu lesen und um Allah zu gedenken und Allah anzurufen. Wie aus diesem Hadith hervorgeht, ist der I'tikaf von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn es hieß,
beziehungsweise es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den letzten 10 Tagen des Ramadans den I'tikaf vollzog. Und genauso wurde der I'tikaf im Koran zusammen mit dem Fasten erwähnt. Wie im Hadith. Yani im Ramadan hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam I'tikaf vollzogen. Und genauso im Koran erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala den I'tikaf im Zusammenhang mit den Versen über das Fasten. Aus diesem Grund haben einige Gelehrten gesagt, dass es keinen I'tikaf gibt, außer mit Fasten. Sie sagten, es gibt keinen I'tikaf, außer wenn man fastet. Doch diese Meinung ist nicht korrekt. Denn es wurde überliefert, authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Shawwal den I'tikaf vollzog. Und der Shawwal ist nach dem Ramadan. Und zwar wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Ramadan den I'tikaf vollziehen wollte, doch danach geschah etwas, sodass er seine Meinung änderte und diesen Ramadan nicht in der Moschee verbrachte, beziehungsweise nicht den I'tikaf in der Moschee vollzog, sondern danach im Shawwal erst. Und dies deutet darauf hin, dass es nicht zwingend ist, dass man während dem I'tikaf fasten muss. Danach heißt es im Hadith, dass seine Frauen, sallallahu alaihi wasallam, nach ihm den I'tikaf ebenfalls vollzogen hatten. Und darin ist ein Beweis, dass es erlaubt ist, für die Frau ebenfalls I'tikaf zu vollziehen. Aber natürlich mit Erfüllung der Bedingungen. Und zwar, dass sie ihren Wali um Erlaubnis bittet und dass sie bedeckt und nicht parfümiert rausgeht und andere Bedingungen. Und der Autor hat auch hier nur auf die Gesetzmäßigkeit des I'tikafs hingedeutet und hat nicht noch über andere Regeln des I'tikafs gesprochen, wie es in den Büchern des Fiqh normalerweise üblich ist. Doch wir haben erwähnt, dass dieses Buch ein Anfängerbuch ist und geschrieben wurde, um Kindern den Fiqh nahezubringen. Ein Thema zum Beispiel, welches der Autor nicht erwähnt hat, ist, was ist die wenigste Zeit für den I'tikaf? Ist es ein Tag und eine Nacht oder ist es ein Teil des Tages, eine Stunde, 2 Stunden? Was ist die wenigste Zeit, in der man I'tikaf machen muss, so dass es als I'tikaf gilt? Einige Gelehrten haben gesagt, dass das Minimum für den I'tikaf ein Tag und eine Nacht ist. Und zwar, weil es überliefert wurde, dass Umar radiallahu anhu gesagt hat, Ya Rasulallah, inni nadartu fil jahiliyya an a'takifa yawman. Ich habe in der Jahiliyya ein Gelübnis abgelegt, dass ich einen Tag I'tikaf mache. Und damit ist gemeint, ein Tag und eine Nacht. Yani ein Tag und die Nacht dieses Tages. Faqala an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, awfi bi nadrik. So sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, erfülle dein Gelübnis. Andere Gelehrten haben gesagt, es gibt für den I'tikaf keine Mindestgrenze. Sei es ein Tag, sei es ein halber Tag, sei es 2 Stunden, sei es auch nur 1 Stunde. Solange der Mensch die Absicht hat, in der Moschee zu verweilen, um Allah anzubeten und zu lesen, den Koran zu lesen und andere Anbetungen und damit den I'tikaf beabsichtigt, so gilt das als I'tikaf. Auch wenn es nur 1 Stunde sein sollte. Und diese Meinung ist korrekter und stärker. Warum? Denn es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass der I'tikaf begrenzt ist, beziehungsweise dass die Mindestzeit des I'tikaf so und so und so viel betragen muss. Auch in dem Hadith, den Sie erwähnt haben von Ibn Umar, kann man nicht entnehmen, dass das so lange sein muss und alles, was darunter ist, kein I'tikaf ist. Denn der I'tikaf bedeutet, dass man sich zurückzieht und in der Moschee bleibt, um Allah zu gehorchen und um ihn anzubeten, subhanahu wa ta'ala. Und dies geschieht, auch wenn es nur eine geringe Zeit sein sollte. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Der nächste Hadith, den der Autor erwähnt hat, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, La tushaddu al-rihalu illa ila 3 masajid. Al-Masjid al-Haram, ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte,
Das Antreten einer Reise ist nicht gestattet, außer zu den drei Moscheen. Al-Masjid al-Haram, das ist Al-Masjid al-Haram in Mekka. Diese Moschee, yani diese meine Moschee, damit ist die Prophetenmoschee in Medina gemeint. Und Al-Masjid al-Aqsa, und das ist Al-Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Jetzt könnte jemand fragen, warum hat der Autor diesen Hadith im Kapitel des Fastens erwähnt? Die Antwort ist, als ob der Autor darauf hindeuten will, dass die beste Art, I'tikaf zu machen, in diesen drei Moscheen ist. Er will nicht sagen, so wie es einige gesagt haben, dass man nur in diesen drei Moscheen I'tikaf machen darf, sondern der beste I'tikaf ist in diesen drei Moscheen. Und dass es sogar erlaubt ist, mit dieser Absicht zu diesen drei Moscheen zu reisen. Und zwar, dass man dort I'tikaf machen möchte. Und das ist nicht erlaubt, außer für diese drei. Das heißt, man darf I'tikaf machen in der Moschee, dort in dem Ort, wo man wohnt. Aber man reist nicht zu einer anderen Moschee, auch wenn sie eine vorzügliche Moschee sein sollte, wie zum Beispiel Masjid Quba, um dort I'tikaf zu verrichten. Und diese drei Moscheen, die im Hadith erwähnt wurden, sind vorzügliche Moscheen. Und zwar wurde überliefert, dass das Gebet in diesen Moscheen vervielfacht wird. Und zwar ist das Gebet in Al-Masjid al-Haram 100.000 Mal besser als in einer anderen Moschee. Und die Moschee und das Gebet in der Prophetenmoschee ist 1.000 Mal besser als in einer anderen Moschee. Außer natürlich Al-Masjid al-Haram. Und das Gebet in Al-Masjid al-Aqsa wurde gesagt, es gibt verschiedene Überlieferungen, dass es 250 Mal besser ist als in einer anderen Moschee, außer natürlich die Prophetenmoschee und Al-Masjid al-Haram in Mekka. Und es wurde auch überliefert, 500 Mal besser. Und Allah weiß es am besten. Beabsichtigt ist mit diesem Hadith, dass es erlaubt ist, zu diesen drei Moscheen für die Anbetung zu reisen. Was aber die Reise anbelangt, an einen anderen Ort als diese drei Moscheen, um Allah anzubeten oder den I'tikaf zu verrichten, dann ist es nicht erlaubt. Das heißt, man reist erst recht nicht zu einem Grab der Gräber, weil man zum Beispiel denkt oder behauptet, dass an diesem Grab das Bittgebet erhört wird, oder um dieses Grab zu besuchen. Gräber zu besuchen ist erlaubt, doch man darf nicht dafür eine Reise antreten. Und jetzt könnte jemand sagen, aber was ist mit dem Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam? So ist die Antwort, das Besuchen des Grabes des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht die Absicht, warum dass man nach Medina reist. Sondern die Absicht ist in erster Linie die Prophetenmoschee und nicht das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn also jemand nach Medina reist, um in der Prophetenmoschee zu beten und dann dort angekommen ist, dann darf er nachträglich natürlich auch das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam besuchen und auch Al-Baqiyah und Shuhada Uhud und auch die Moschee von Al-Quba, um dort zu beten. Das heißt schlussendlich, wer I'tikaf in diesen drei Moscheen verrichten will, so ist es besser für ihn. Und es ist sogar erlaubt, dafür eine Reise anzutreten. Doch es ist nicht beschränkt, dass man nur in diesen Moscheen I'tikaf machen kann. Und somit haben wir dieses Kapitel beendet und danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dafür unterstützt hat und bitten ihn, dass er unser Fasten annimmt und unser Stehen annimmt. Und dass er uns von denen sein lässt, die diesen Monat aus Glauben aufrichtig für ihn und auf die Belohnung hoffend fasten. Und Laylat al-Qadr ebenfalls aus Glauben heraus und auf die Belohnung hoffend stehen, sodass er uns von denen sein lässt, dessen vorangegangenen Sünden vergeben werden. So wie wir ihn bitten, dass er uns unterstützt, von allen Sünden zu bereuen. Und somit werden diese Unterrichte beendet und inshallah wird es nach dem Ramadan erst mit den Unterrichten weitergehen.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.